herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview auf der Aktionär TV. Heute schauen wir mal auf die Charttechnik, genauer gesagt auf die von dem DAX, vom S&P 500, Gold und den Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum. Dafür haben wir den Experten Martin Utschneider von Donner & Reuschel eingeladen, heute virtuell. Hallo Herr Utschneider, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo Frau Anatsch. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und ich freue mich jetzt auf unser Interview. Ich mich auch. Ja, wir hatten beim DAX einige Rekordstände in den letzten Tagen. Das letzte war am Dienstag bei der Marke von 16.104 Punkten. Und ja, jetzt, wie könnte es weitergehen beim DAX aus charttechnischer Sicht? Ja, Sie haben es gerade gesagt, wir haben ein Hoch nach dem anderen zuletzt gesehen, 16.104. Jetzt könnte man wieder diesen Spruch bringen, sage ich mal, wir sind doch schon ganz oben. War es das jetzt schon, aber wir waren ja in den letzten Jahren immer irgendwann ganz oben. Und im Moment ist es so, dass es wohl nicht ganz oben ist. Wir sehen jetzt eine kurzfristige Konsolidierung. Das sieht man hier ganz schön am Chart nach dem Breakout aus diesem kurzfristigen Abwärtstrend. Die 16.200 sind das kurzfristige Ziel. Es war auch schon seit Februar, März unser Jahresziel. Wir haben es jetzt fast erreicht. Also die 16.200 können wir durchaus in diesem Jahr noch sehen. Wir sind mittendrin in der Jahresendrallye. Und übers Jahr hinaus sehen wir sogar Potenzial bis 17.500. Allerdings wird es hier nicht wie eine Bahnenstange vonstatten gehen, sondern wir sehen dann durchaus nach der Jahresendrallye und der möglichen Frühjahrsrallye Potenzial, dass sich da im ersten Quartal eine leichte Abschwächung ergibt. Also kurzfristiger View 16.200, langfristiger View 17.000 plus X bis Richtung 17.500. Also es geht weiter an den Märkten, die Tendenzen sind positiv und wir sehen das ja auch im Moment in Amerika. Sie haben es so schön hergeleitet, dann schauen wir mal auch direkt nach Amerika auf den S&P 500. Der hat diese Woche auch erstmals die 4.700-Punkte-Marke überschritten. Was hat das mit dem charttechnischen Bild gemacht? Ja, also der S&P 500, der ist ja schon länger in der, ich sage jetzt mal Herbst, Jahresendrallye, da hat schon viel früher begonnen. Der S&P 500, wir hatten ein Ziel bei 4.650, auch das wurde jetzt erreicht. Der S&P hatte eine wahnsinnige Dynamik. Deswegen sehen wir jetzt hier auch einen leichten Peak. Aber dieser Peak, den wir hier sehen, dieses leichte Abschwächen, das man vermeintlich vermuten würde, ist ja ein Abschwächen oberhalb des Aufwärtstrends. Das heißt, wir sind hier weiter in der Dynamik drin. Wir sind weiter in der Jahresendrallye. Wir haben ein kurzfristiges Ziel von 4.795, also knapp 4.800. Und fürs nächste Jahr 2022 sehen wir durchaus die 5.000 als mögliches technisches Potenzial. Aber auch ähnlich wie beim DAX hier, es geht jetzt nicht in einem Rutsch schon gleich im Januar, Februar dahin, sondern wir werden uns dahin arbeiten müssen. Aber der Trend ist intakt. The trend is your friend, wie es so schön heißt. Und der ist auch beim S&P ganz klar aufwärts. Lassen Sie uns auf die Rohstoffe schauen, eher gesagt auf Gold. Da liegen die Rekordstände schon etwas länger zurück. Das letzte war im August 2020 und seitdem hat Gold die 2000-Dollar-Marke nicht mehr überschritten. Jetzt kamen gestern starke Inflationszahlen aus den USA und Gold gilt ja bekanntlich auch als Inflationsschutz. Heißt es, die 2000-US-Dollar-Marke ist dieses Jahr noch drin? Ja, also das Gold hat letzte und vorletzte Woche, sage ich mal, diese Inflationszahlen schon vorweg gesehen, wenn man jetzt so ganz mystisch, kryptisch darauf eingehen will. Nein, jetzt Gold hat bei 1.795 eine ganz wichtige Marke durchstoßen, zuletzt gleichzeitig einen charttechnischen Abwärtstrend verlassen, einen charttechnischen Widerstand durchbrochen und die 200-Tage-Linie überschritten. Das sieht man hier im Chart auch ganz gut. Das war das Signal für das Gold nach oben zu tendieren. Denn inflationäre Tendenzen haben wir ja schon länger, haben wir nicht erst seit letzter Woche. Und das Gold ist, sage ich einmal, führt zwar schon, es hat einen Inflationsschutz, ist auch ein realer Vermögenswert, aber im Moment ist der Goldpreis schon auch sehr technisch nicht getrieben, sondern man kann sich da an der Technik ganz gut orientieren. Die 1795 waren der Startschuss. Wir sind jetzt bei knapp 1850. Das ist auch ein Fibonacci-Widerstand. Ich denke mal, die Tendenz ist gut da, dass wir Richtung 1903 gehen. Ob wir die 2000 jetzt heuer noch sehen, weiß ich nicht, vermag ich nicht zu sagen. Wir werden sie
aller Voraussicht nach wohl nächstes Jahr sehen. Und die 2000 muss nicht unbedingt das Ende sein, wenn die inflationären Tendenzen so weitergehen. Wenn die technische Robustheit des Goldpreises so weitergeht, dann kann es Richtung 2500 mal nach oben gehen. Und wir könnten nächstes Jahr vielleicht so eine richtige Gold-Rally oder Gold-Hoss auch erleben. Lassen Sie uns zum Abschluss über die Kryptowährungen sprechen. Die repräsentativsten sind ja der Bitcoin und Ethereum. Und ja, der Bitcoin hat auch neue Allzeithochs erreicht. Was sagt die Charttechnik? Ist die 70.000 US-Dollar-Marke auch noch drin? Also ziemlich bald. Ja, also beim Bitcoin, da wird es so richtig schwindelig. Das ist ja wie hier bei uns. Ich sitze ja hier in Südbayern. Sieht ja aus wie das Hochgebirge. Und wir sind momentan auch wieder ganz oben, also fast am Gipfel. Und Sie haben es gerade angesprochen, eine Kursmarke. Also beim Bitcoin ist das nächste technische Ziel sogar die 78.250. Ich muss genau nachschauen, genau es ist 250. Also ja, absolut Potenzial da. Wir testen gerade die 64.593, also diese Marke als Unterstützung. Der Trend ist da. Das Bitcoin ist vom Momentum her noch nicht ausgeschöpft, ist von den anderen Indikatoren auch noch nicht überhitzt. Das hat mit der Konsolidierung der letzten Tage zu tun. Also die 75.000, 78.000 für dieses Jahr ist ein möglicher Peak nach oben. Für nächstes Jahr kann es dann sogar noch weitergehen, aber wir müssen uns erst einmal Step by Step denken. Bitcoin ist weiter aufwärts gerichtet. Sie haben es vorher auch erwähnt, Frau Anatsch, das Thema Inflation spielt hier mit rein, auch die Angst vor konjunkturellen Rückschlägen. Also auch Bitcoin ist absolut weiter im Trend nach oben. Und wie gesagt, 75 bis 78 vielleicht sogar dieses Jahr und Richtung 80.000 vielleicht sogar noch höher dann für 2022. Und zu guter Letzt, was geht aus dem Ethereum-Chart hervor? Was sind da mögliche oder wichtige charttechnische Marken? Ja, der Ethereum-Chart, das ist ein ganz, ganz schöner, man sieht es auch ganz schön hier, ein aufwärtsgerichteter Trend. Da, ja, das ist so eine Art Sägezahnmarkt nach oben. Wir haben hier das Kurzfristziel 5000. Die Indikatoren sind moderat, sind jetzt nicht so vom Potenzial her kurzfristig vielleicht wie bei Bitcoin, sind aber so, sage ich mal, auch etwas neutraler. Also wir haben hier nicht so die großen Rückschlagsmomente gesehen in letzter Zeit wie beim Bitcoin. Natürlich ist bei den Kryptowährungen wie bei Gold und bei den besprochenen Aktien immer wichtig, auch nach unten sich abzusichern, sich auszustocken. Aber auch beim Ethereum sehen wir im Moment kurzfristige Tendenz Richtung 5000. Das sieht man auch am Chart ganz gut. Und für nächstes Jahr vielleicht sogar das Potenzial Richtung 6000. Also wenn man ein Fazit ziehen will hier für die Aktien, wir haben DAX, S&P und Gold, aber auch die Kryptowährungen, summa summarum ein absolut positives markttechnisches und charttechnisches Gesamtbild. Ich warne aber davor, dass man jetzt hier reingeht und sagt, der Herr Utschneider hat gesagt, die und die Kursziele haben wir, also gehen wir jetzt mal 1:1 in den Markt, investieren hier voll, ohne Absicherung. Das kann auf dem Weg dahin immer wieder zu Rückschlägen kommen. Das erleben wir immer wieder an der Börse. Es ist auch immer mal ganz schnelle Aufs und ganz schnelle Ups. Also Grundtendenz positiv, aber bitte nie die Absicherungen vergessen, damit man nicht plötzlich im Tal der Tränen sich wiederfindet und die langfristige Tendenz vielleicht dann komplett über Bord schmeißt. Herr Utschneider, vielen herzlichen Dank. Ich habe zu danken und schöne Grüße nach Frankfurt. Liebe Zuschauer, das war die aktuelle Ausgabe eines Interviews auf Aktionär TV. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.